willkommen zum neuen Video von mir. Heute habe ich mega Bock, Quad zu fahren und deshalb fahren wir nachher auf die Quad-Piste. Motorradpiste. Ich habe nämlich ein Benzinmotorrad. Ich hatte ja ein Elektromotorrad und jetzt habe ich ein Benzinmotorrad. Und ich nehme gerade schon auf. Ich nehme gerade schon auf. Und übrigens habe ich bei Brawl Stars einen Club jetzt, der, wo ich selber drin bin, der ist Ash 5, da könnt ihr gerne reinkommen mit 1000 Trophäen. Und ja, jetzt fahren wir gleich los, da müssen nur noch die Brustpanzer und so da anziehen und die Schutzklamotten und danach können wir losfahren. Und jetzt hole ich einmal die Klamotten raus. Der Helm, die Handschuhe, Schutzbrille, die Hose, Brustpanzer. Wann fahren wir los? Ich denke so. Ja, okay. Gleich fahren wir los in einer halben Stunde. So, was machst du hier gerade? Ich räume hier gerade den Kühlschrank auf, weil wir irgendwie eine Menge Essen drin hatten von irgendwelchen Challenges und so. Das riecht komisch. Einiges davon ist echt nicht mehr gut. Also wir haben uns ja bemüht, dass wir das auch alles aufessen. Aber irgendwie war das zu viel. Und wir haben ja schon gesagt, in Zukunft wollen wir mehr Sport-Challenges machen. Damit die Kugel weggeht. Aber erst muss das Motorrad noch hier raus. Und wie wollen wir eigentlich das Motorrad hier hochbekommen? Dann machen wir hochfahren. Ein Geländemotorrad. Aha. Na gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich glaube, die Treppe hochzufahren ist nicht gerade so sehr das Beste. Hier hochfahren mit dem Motorrad. Das alte Motorrad von mir und ein Roller von mir und das gute neue Stück. So, jetzt wird das Motorrad hochgetragen. Das lassen wir am besten oben stehen, ey. Mhm. Am besten im Schuppen. Warum nicht zum Schuppen? Kann das in der Garage stehen? Ja, stimmt. Irgendwas stimmt hier mit nicht. Das ist quietscht und du musst dich schwer schieben. So, jetzt müssen wir das Motorrad noch richtig einstellen, weil die Bremse schleift und... Schleift hinten und vorne. Ja. Das ist blöd. Motorrad ist im Kofferraum und der Helm ist auch drin. Und jetzt geht's Benzin holen. Ja. So, wir wollten gerade tanken gehen, aber die Tankstelle hat das Benzin gar nicht, was wir brauchen. Und deshalb müssen wir zur nächsten Tankstelle fahren und da fahren wir jetzt hin. Das müssen wir jetzt einmal tanken. An der Mini-Zapfsäule. Guck mal hier, extra für Kinder. Sag mal. Hello. Das kommt jetzt gleich in den Kanister rein hier. Mama holt gerade so eine Chips hier, die man da einstecken muss. Mal sehen, ob das klappt. Dann haben wir hier so eine Chips gekriegt. Genau. Und jetzt müssen wir gucken. Das müssen wir erstmal da reinstopfen. Ja. Sind wir bereit? Jo. Geht schon gleich los jetzt? Auf Start drücken. Haben wir uns vergessen. Und jetzt geht's los. Auf den Hebel hier zu drücken. Ah, jetzt sind wir da. Weiß. Ja, das war's. Nächste Marke. Das war ein halber Liter? Und das war kein halber Liter. Und jetzt müssen wir wieder reinschmeißen hier. Ja? Und nochmal. Da kommt das raus. Kann ich mal drücken? Kann ich mal drücken? Und das Ganze jetzt noch 10. Kann ich mal drücken? Kann ich? Ich will jetzt. Und das Ganze jetzt noch ein paar Mal. Und jetzt kommt einmal die Ventilkappe ab. Und dann wird das hier erstmal rangesteckt. Jetzt gucken wir. Oh, das ist jetzt hier gar keine Luft. Oh mein Gott. Hier ist nichts. Und jetzt? Nimm und. Oh, soll ich mal gucken? Aber, glaube ich, schon. Das ist dann hart. Halt mal gedrückt. Nein. Drück drauf. Und wir haben gar nicht gesehen, dass hier noch ein Zündschloss ist. Und dafür brauchen wir einen Schlüssel. Aber den Schlüssel, also den haben wir nicht. Und deshalb müssen wir nach Hause fahren. Und das Problem ist, es ist viertel vor eins gleich. Ja, das und macht nichts. Zwei haben sie auch. Okay. Wir haben jetzt endlich den Schlüssel gefunden. Und den kann man jetzt auch ins Motorrad reinstecken, damit das Motorrad angeht. Und jetzt fahren wir zur Rennpiste. Jetzt machen wir mal das Benzin da rein, also wir füllen es rein. Und dann gucken wir mal, ob der Hobel anspringt, ne? Mhm. Wo kann er dann gleich fahren? Darf ich das checken, was schon mal war? Kommt da schon was raus? Keine Ahnung. Nee. Ist das verstopft oder was? Jetzt.
Kannst du es sehen, ob das Ding wie voll ist oder so? Nee, kann ich nicht. Ist voll? Doch, es ist, doch, man sieht das jetzt da. Ist okay. Ja? Ich glaube, okay. Das ist leider. Ja, lass dran. Schucki. Ich bin die Bremse. Wenn ich die Tür, ich hab nur noch irgendwie so ein. Hier, guck mal hier. Aber das steht schon auf On, ne? Kein Plan, du kennst dich wohl damit besser aus als wir. Wird nichts, was? Das Ding ist an. Oh je, ist möglich. Jetzt hast du ihn auszumachen. Ach so, okay. Cool. Ist aus. Okay. Und wie gibt man Gas? Und wie geht das? Oh! Also, geht's doch los? Mhm. Er ist jetzt startklar. Jetzt hat er Stiefel geschenkt bekommen, Geschenke geliehen bekommen. Jetzt hat er mal noch angezogen, ne? Und ja. Auf den Brustpanzer. Ja, geht los. Und jetzt fahre ich gleich los. Handschuhe. Das Video vom Fahren gibt's bei TipTapTube. So, erst ist dein Video. Und, wie war's? War gut? Was? Ja, ich höre dich. Also. Und ihr beiden, ihr könnt das ja schon richtig gut, ne? Ja, super. Immer geholfen, hier immer das aufzumachen. Kriegst du nicht auf? Kann man das nicht irgendwie. Muss man hier. Das musst du doch am besten wissen. Du. Ich? Ja? Ich habe ja einen anderen. Guck mal, einmal. Also drücken und andere Seite rausziehen. Magst du mir den unteren Dings hier runterdrücken und ich ziehe? Nee, du musst nur das rote hier drücken, runterdrücken. Das, was ich gerade drücke. So, Ash entblößt sich jetzt. Machst alles auf. Achso, du hast hier noch einen Gurt. Den musst du auch nochmal irgendwie hier glätt. Den hast du auch, ne? Ja, cool. Das ist so warm. Ja. Es macht Spaß, wenn man da vorne links den Straßenstreicher kann man richtig in der Fahrt. Da muss auch viel loser Sand war, ne? Ja, der lose Sand war wirklich doof. Aber es gab auch eine Stelle am Anfang, da war es glatt. Aber danach, auf diesen ganzen Stein ist man immer weggerutscht. Das ist wirklich sehr schön. Also ich fand jetzt dieses Mal mit dem Motorrad was besser als das andere Mal, weil beim anderen Mal, da konnte man nicht mal die Berge hochfahren. Aber dieses Mal war es halt trotzdem doof wegen dem An und Aus die ganze Zeit. Und du meinst mit anderen Mal und dieses Mal was? Dieses Mal war es besser und das davor war doof. Und was war mit dem anderen Mal? Also was war da? So, wieso war das doof? Weil ich mit dem Elektro nicht die Berge hoch kann. Benziner fand ich jetzt besser, aber immer noch nicht so gut, weil das ging die ganze Zeit an und aus. Aber mit dem Elektro kam ich nicht die Berge hoch. Mitten im Berg bin ich dann abgeschmiert und das ist nicht gut. Genau. Und jetzt kommt was? Nach Hause. Ein Lehrgang? Ja. Also Schule. Fahrschule. Mit einem ordentlichen Motorrad? Mhm. Und dann kaufst du vielleicht das, was wir da gesehen haben eben? Ja. Das ist alles. Du bist echt so ein Heini, ne? Nö.